Frau Prochaskova, Ihr Buch Die Nackten, der Titel, kann ein bisschen in die Irre führen. Es geht nicht um Unbekleidete, es geht um ein anderes Nacktsein. Ja, es geht um eine andere Nacktheit. Es geht um die jungen Menschen und in der Pubertät zwischen 16 und 18 Jahren. Und gleich in dem ersten Kapitel kann man sagen, diese Menschen sind nackt und bekleidet, weil sie eigentlich noch nicht zu viele Schichten haben. Und deshalb sind sie sehr verletzlich. Alles kommt zu nah. Es berührt sie, es macht sie irgendwie gereizt. Aber es ist auch so wunderschön. Es ist so erregend. Also eine kurze Zeit über die Nacktheit. Ich wollte Sie fragen, was Sie daran gereizt hat, über diese Zeit zu schreiben, zwischen Kind sein, nicht mehr Kind sein, aber auch noch nicht erwachsen sein. Ein bisschen kam das jetzt aus Ihrer Antwort schon heraus. Ja, also natürlich sind das meine Kinder. Also meine jüngste Tochter war gerade in diesem Alter. Und ich habe sehr gute Erinnerungen an meine andere. Ich habe sehr gute Erinnerungen auf meine eigene Pubertät. Und ich erinnere mich, dass ich sehr traurig war die ganze Zeit. Es war nicht die Traurigkeit, die so schnell vorbeigeht. Es war die Traurigkeit über die ganze Welt. Man nimmt alle Probleme sehr persönlich und möchte natürlich der Welt helfen und macht sich selber kaputt auf diese Weise. Also das hat mich dazu gebracht, diese Geschichte zu schreiben und gleich nicht mit einem Protagonisten, sondern mit fünf. Diese fünf Protagonisten kennen sich so am Rande, haben aber eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Sie haben ihr Buch ein bisschen aufgebaut wie so Shortcuts. Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Eigentlich habe ich mit einem Mädchen angefangen, mit der Silva. Und nach 30 Seiten habe ich bemerkt, dass es nicht funktioniert, dass die Welt heute viel bunter, viel Multikulti ist und dass ich mehrere Protagonisten ihr zuzufügen würde. Und das habe ich auch gemacht. Und jede von ihnen, da sind zwei Mädchen und drei Jungs, sind irgendwie grenzenlos. Nicht nur, dass sie zum Beispiel an der Grenze leben, wie diese Silva in Nordwestböhmen, aber sie versuchen auch die Grenzen in sich und zwischen sich also wegzureißen. Und das ist natürlich gerade der Zustand an der Schwelle zwischen dem zwischen der Jugend und dem Erwachsensein. Wie gelingt es Ihnen, dass Sie diesen Ton dieser Jugendlichen so gut treffen? Den haben Sie von Ihren eigenen Kindern noch im Ohr? Also von meiner jüngsten Tochter bestimmt. Und dann habe ich ziemlich viel mit den anderen Jugendlichen bei unterschiedlichen Lesungen und Debatten gesprochen. Und ich glaube, das hilft einfach, ja. Und ich lese natürlich sehr viel über die. Sie haben einen sehr schönen Kunstgriff gewählt, auch in Ihrem Buch, in dem Sie vor jedem Kapitel einen Dialog quasi nackt vorwegstellen, ohne dass er eingebettet ist. Ist das lange geplant gewesen? Ist das beim Schreiben entstanden? Wie kommen Sie auf so eine Idee? Ich glaube, diese Sachen, wenigstens bei mir, kommen im Laufe des Schreibens. Also ich habe angefangen ohne diese Form. Nach dem ersten Kapitel habe ich gesehen, dass hier etwas fehlt. Also habe ich überlegt, was fehlt da, und das war eine bestimmte Direktheit. Wenn man über nackte Menschen schreibt, dann muss man ziemlich direkt sein. Und dieser Dialog ohne Nebensätze, ganz klar und direkt, das macht es möglich, dass wir noch etwas von diesen Menschen erfahren, was vielleicht vor einem halben Jahr, vor zwei Jahren passierte und was ihn bis heute beeinflusst. Also ich habe das kam einfach so plötzlich, diese Idee, und gleich nach dem ersten Dialog Silva und der Vater habe ich gesehen, ja, das muss so bleiben auch bei den anderen. Das macht Sinn, das funktioniert, ja, ja. Also so entwickelt sich eine Methode oder eine Struktur, die eigentlich nicht vorgeplant war. Was glauben Sie, warum sowas wie Gefühle, die man während der Pubertät hat, dann doch relativ bald
für immer manchmal sogar verschwinden. Warum dieses Nacktsein in so vielen Schichten, wie man sich überzieht, irgendwann weicht. Ja, es geht alles vorbei, es ist alles sehr kurz, aber trotzdem glaube ich, es blieben unter uns erwachsenen Menschen, die es wenigstens begreifen. Sie sind vielleicht nicht mehr nackt, aber sie haben noch nicht so viele Schichten. Und sie sind fähig, mit diesen Jugendlichen zu sprechen, nachvollzuziehen, was in ihnen alles passiert, was in ihnen geschieht. Und diese Menschen sind sehr kostbar für die jungen Leute, weil sie so eine Brücke bauen zwischen diesen zwei Welten. Und es sind wirklich zwei Welten, die Jugendlichen und die Erwachsenen. Frau Prochaskova, Sie haben mir am Anfang des Gesprächs, im Vorgespräch gesagt, dass Ihr Name eine Bedeutung hat. Ja, also Prochaska auf Tschechisch heißt ein Spaziergang und Prochaskova ist die weibliche Form, das heißt eine Spaziergängerin. In diesem Sinne, wenn Sie von der Brücke sprechen, spazieren Sie zwischen diesen beiden Welten hin und her und sind Sie auch Brücke? Ja, ich hoffe es, ich möchte es werden oder bleiben und deshalb schreibe ich hauptsächlich für Jugendliche, weil ich diese Zeitperiode, Altersperiode am spannendsten finde. Danke. Vielen Dank.